ganz herzlich zu unserer Anhörung. Das ist die 56. Sitzung des Gesundheitsausschusses. Und ich denke, wir werden die 100 in dieser Legislaturperiode bei der Gesetzesfülle sicherlich voll machen. Ich freue mich, auch Zuschauer begrüßen zu können, die Sachverständigen. Und ganz besonders begrüße ich den neuen Erdenbürger, gratuliere der Kollegin Frau Helling-Pla zum Nachwuchs. Und was könnte den Einstieg in die Politik besser befördern, als an einer Anhörung des Gesundheitsausschusses teilzunehmen? Ja. Anderes Thema wäre vielleicht besser, aber ich begrüße auch ganz herzlich die parlamentarische Staatssekretärin Sabine Weiß zu meiner Rechten und Vertreter der Bundesregierung. Wir beschäftigen uns heute mit einem Antrag der Fraktion Die Linke. Hinterbliebene entlasten, Totenscheine durch die gesetzliche Krankenversicherung finanzieren. Die Fraktion Die Linke fordert in ihrem Antrag die ärztliche Todesfeststellung in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufzunehmen, da die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung mit dem Tod endet, müssen nach heutiger Rechtslage die Angehörigen die Kosten für den Totenschein tragen. Dies ist, so die Antragsteller, den Hinterbliebenen in ihrer emotionalen Ausnahmesituation nicht zumutbar. Zudem würden insbesondere Geringverdiener besonders stark finanziell belastet. Das ist in Kurzform die Kernaussage des Antrages. Und wir erwarten heute von den Sachverständigen entsprechende Expertise dazu. Bevor wir beginnen, einige Regularien. Die Anhörung steht 90 Minuten, also für die Anhörung stehen uns 90 Minuten zur Verfügung. In dieser Zeit werden die Fraktionen ihre Fragen abwechselnd in einer festen Reihenfolge an die Sachverständigen stellen. Die Reihenfolge orientiert sich an der Stärke der Fraktionen. Es wird immer eine Frage an einen Sachverständigen oder Sachverständige gestellt. Nach genau 90 Minuten werde ich die Anhörung schließen. Ich darf darum bitten, die einzelnen Wortbeiträge möglichst kurz zu halten. Das gilt sowohl für die Frage wie auch für die Antwort, damit wir möglichst viele Informationen erhalten können. Ich bitte die aufgerufenen Sachverständigen bei der Beantwortung der Frage, die Mikrofone zu benutzen und sich mit ihrem Namen und ihrem Verband vorzustellen. Wenn wir das eine Zeit lang geübt haben, werde ich den Namen sagen und Sie den Verband, dann sparen wir etwas Zeit. So hat sich das also in den letzten Monaten herauskristallisiert, dass das so ganz gut geht. Das erleichtert die Protokollierung der Anhörung. Und zum anderen ist es also für die vielen Zuschauer auf den Rängen und an den Fernsehgeräten besser zu verstehen, wer also fragt und wer antwortet. Und das also aufgezeichnet wird, wird im Anhörungssaal vielleicht nicht so deutlich zur Kenntnis genommen. Hier sieht man, also die gleiche Technik ist also auch im Anhörungssaal, nur man sieht das nicht so deutlich. Hier sieht man, dass also Kameras im Einsatz sind. Und den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben, danke ich an dieser Stelle. Wenn wir Mobilfunkgeräte wahrnehmen, dann kostet das 5 €. Und ich weise noch mal darauf hin, dass die Anhörung digital aufgezeichnet und zeitversetzt im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Außerdem können Sie die Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufen. Das Wortprotokoll zur Anhörung wird auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Damit sind die Formalien geregelt und wir steigen in die
Anhörung und Befragung ein. Und die erste Frage stellt Karin Mack von der CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Tag, meine Damen und Herren. Bevor ich die erste Frage stelle, gestatte ich mir noch einen Hinweis zu Protokoll. Ich finde es bemerkenswert, dass die Ärzteschaft, konkret die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Bundesärztekammer, am Freitag abgesagt haben. Dies, nachdem die GOE vor einigen Wochen erhöht wurde, um genau den Teil, der jetzt hier zur Begutachtung steht. Wir werden uns das merken. Herr Dr. Zimmermann, Sie sind ausgeschlossen von der Kritik. Sie sind da. Herzlichen Dank. Und an Sie geht, dann sind Sie auch ausgeschlossen. Es geht ausdrücklich die Kritik an die Kassenärztliche Bundesvereinigung und an die Bundesärztekammer, in deren Vorstand ja genügend Ehrenamtliche sitzen, die heute hätte kommen können. So, die erste Frage geht trotzdem an den Einzelsachverständigen, Herrn Dr. Zimmermann. Es geht hier und heute um die Kostenübernahme für die Leichenschau. Und damit wir konkret einordnen können, wovon wir sprechen, können Sie uns darstellen, wie diese ärztliche Leichenschau abläuft, wie ist das Verfahren, wie erfolgt die Ausstellung und die Abrechnung des Totenscheins? Herr Zimmermann, Herr Dr. Zimmermann, Sie haben das Wort. Ein klein wenig hängt das natürlich vom Zeitpunkt des Todes des Betreffenden ab. Aber nehmen wir mal den normalen Fall. Es stirbt jemand zu den üblichen Öffnungszeiten einer Praxis. Dann rufen die Angehörigen den Hausarzt an. Der Betreffende fährt dann zu dem Toten hin und macht die Leichenschau. In einer gut organisierten Praxis, was normalerweise auch der Fall ist, werden die Angestellten, die natürlich mit solchen Dingen öfters betraut werden, schon mal die Personalien aufnehmen. Die Daten der Krankenversicherungskarte reichen hier in der Regel nicht aus, denn es werden auch Geburtsort und bei Frauen zum Beispiel der Geburtsname abgefragt. Man fährt hin. Mitunter ist die Fahrt zu dem Toten das zeitlich Aufwendigste. Wenn Sie in ländlichen Regionen tätig sind, müssen Sie etliche Kilometer zurücklegen. Wenn Sie in der Stadt tätig sind und in die Rush-Hour geraten, dann dauert das auch entsprechend lang. Leichenschau, Rückfahrt, Ausstellen des Leichenschauscheines und je nachdem, was die Angehörigen möchten, Übergabe an die Pietät. Muss noch festgestellt werden, ob es eine Feuerbestattung ist oder eine normale Bestattung, denn dann muss man noch mal ein extra Zertifikat ausstellen, dass der Betreffende keinen Herzschrittmacher trägt. Das sind so in etwa die Abläufe einer normalen Leichenschau. Wenn das nachts passiert oder am Wochenende, ist mitunter dann der ärztliche Bereitschaftsdienst zwischengeschaltet, der erstmal die Todesfeststellung feststellt und dann die endgültige Leichenschau dann aber auch noch vom Hausarzt gemacht wird. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar von der SPD-Fraktion. Dankeschön. Liebe Kollegin Karin Mark, wenn von dir jetzt nicht diese Kritik an die Ärztekammer und der KVB gekommen wäre, wäre sie jetzt von mir hier gekommen. Ich finde es auch bemerkenswert, wenn man selbst jetzt nicht in Person da sein kann, dass auch keine schriftliche Stellungnahme zu der Thematik vorliegt. Meine Frage richtet sich auch an den Herrn Dr. Zimmermann. Das Verfahren der ärztlichen Leichenschau unterliegt jeweils den landesrechtlichen Bestimmungen. In fast allen Bundesländern kann jeder approbierte Arzt oder jede approbierte Ärztin die Leichenschau durchführen. In Bremen ist dagegen seit 2017 es hoheitliche Aufgabe und im Rahmen der qualifizierten Leichenschau ausschließlich Rechtsmedizinern, Rechtsmedizinerinnen bzw. auch entsprechend weitergebildeten Krankenhausärztinnen und Ärzten vorbehalten. Wie bewerten Sie ganz grundsätzlich das derzeit überwiegend praktizierte Verfahren und die Bremer Regelung, zu der ja auch ein einheitliches Formular zur Todesfeststellung und Leichenschau gehört? Vielen Dank, Herr Dr. Zimmermann. Auch hier muss man natürlich differenzieren, welche Art von Todesfall es ist. Also wenn das jetzt ein Patient ist, den ich jahrelang hausärztlich betreut habe, zuletzt vielleicht palliativ als Krebspatient, dann fühle ich mich schon qualifizierter als irgendjemand anderes, die Todesfeststellung vorzunehmen. Bei einer fremden Leiche fängt es natürlich schon an. Oder, darum geht es natürlich mitunter, und das ist auch der Grund, weshalb das so gemacht wurde, wenn der Verdacht besteht, dass hier ein unnatürlicher Tod vorliegt. Das sage ich jetzt mal ganz offen, in solchen Fällen, ja, wo also ein kriminalistischer Hintergrund möglich ist, wäre natürlich die
Todesfeststellung durch einen entsprechenden Sachverständigen, der sich in solchen Dingen auskennt. Ich als Hausarzt traue mir nicht zu, festzustellen, ob jemand umgebracht wurde mit Gift oder sonst irgendetwas. Ob das ein anderer kann, weiß ich auch nicht. Aber so gesehen teile ich diese Meinung, dass also in bestimmten Fällen so eine Leichenschau sinnvoll ist. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Schneider von der AfD-Fraktion. Danke, Herr Vorsitzender. Auch wir von der AfD möchten uns der zuvor schon geäußerten Kritik an der Abwesenheit der Bundesärztekammer anschließen. Auch meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Zimmermann. Es hat sich die Meinung durchgesetzt, dass im Rahmen der Leichenschau der Arzt den dafür erforderlichen Hausbesuch, der den Hauptaufwand bedeutet, nicht abrechnen kann. Begründet wird dies rein formal mit der Leistungsbeschreibung in der Hausbesuchsziffer 50 der Gebührenordnung für Ärzte, die eine Beratung umfasst. Und die ist natürlich bei einem Toten nicht mehr möglich. Stimmen Sie zu, dass viele der Irritationen um die Leichenschauabrechnung mit dieser Tatsache zusammenhängen? Herr Dr. Zimmermann. Ja, also es wird ja im Antrag der Fraktion der Linken auch gesagt, dass eventuell die bisherige Form oder die Beibehaltung der bisherigen Form der Rechnungsstellung eine Betrugsmöglichkeit beinhaltet. Sie bezieht sich da auf eine Berichterstattung, die genau in diese Richtung geht. Das bezieht sich aber ausschließlich auf die momentane Abrechnung der Leichenschau. Die Gebührenordnungsposition, es gibt nur eine, der momentanen GOE, ist hier sehr missverständlich und es ist nicht klar, ob der Hausbesuch, das Aufsuchen des Patienten in der Leistung drin ist oder gesondert berechnungsfähig ist. Natürlich, ein Toter wird nicht in die Praxis kommen können, insofern ist immer ein Besuch dabei. Viele Kolleginnen und Kollegen, weil auch sonst ein Preis bei der momentanen Leichenschau herauskommt, der nicht leistungsgerecht ist, haben die den Besuch abgerechnet. Und es gab halt Gerichte in einigen Regionen, die festgestellt haben, das geht nicht. Das ist kein Betrug, sondern das ist eine Schwäche der Leistungsauslegung. Das ist mit der neuen Gebührenordnung jetzt mit der vorgezogenen GOE bei der Leichenschau behoben. Es gibt drei Abrechnungspositionen, die sind sowas von klar. Da gibt es keine Unklarheiten. Das kann auch jeder, der sich nicht gut auskennt, prüfen. Also da ist auch die Sache mit dem Hausbesuch jetzt geklärt. Da gibt es also wirklich nichts mehr, was in irgendeiner Weise eventuell sogar staatsanwaltschaftliche Aktivitäten nach sich ziehen könnte. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Karin Mack von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Dr. Zimmermann, ich bleibe bei Ihnen. Ich würde jetzt gern ganz pauschal wissen, wie bewerten Sie denn den Vorschlag der Antragsteller, gerade auch im Hinblick auf die Abrechnung im Kollektivsystem mit GKV? Herr Dr. Zimmermann. Die Fraktion der Linken begründet ja ihren Antrag einmal damit, dass es sozial gerechter wäre, über die GKV abzurechnen. Der Meinung bin ich nicht, denn es ist ja hier eine Kostenverlagerung von Einzelpersonen auf die Solidargemeinschaft der gesetzlich Krankenversicherten. Das finde ich eher unsozial. Aber okay, das ist die eine Seite. Die andere Seite, kann überhaupt das auf die GKV übertragen werden? Ich bin 40 Jahre Hausarzt, bin aber auch 16 Jahre im Vorstand der KV Hessen tätig gewesen, zuletzt hauptamtlich. Ich kenne das Abrechnungssystem. Das ist überhaupt nicht möglich. Wenn Sie zu einer Leiche hinfahren würden, das wäre eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung, müssten Sie erstmal die Versichertenkarte des Toten einlesen. Das geschieht online neuerdings, denn auf diese Art und Weise wird erst einmal geprüft, ob der betreffende Mitglied der betreffenden Kasse ist. Wenn das nachts passiert, müssten Sie das mit dem mobilen Lesegerät machen, beziehungsweise beim Hausbesuch sowieso, stellen erst hinterher fest, möglicherweise durch das Online-Abprüfen, dass der Betreffende nicht mehr Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung ist, weil er ja tot ist. Okay, man müsste dann halt alle GKV-Karten umprogrammieren, dass also die Gültigkeit auch über den Tod hinaus gültig ist. Ja. Aber das Abrechnungsverfahren selbst soll ja transparenter sein über die GKV. Das ist in dem Fall ausnahmsweise nicht der Fall. Wenn ich eine Leistung erbringe im GKV-System, dauert es bis zum Quartalsende, bis die Leistung eingereicht wird bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Dann dauert es 3 Monate, bis sie dort bearbeitet ist. Und noch mal 15 Tage, bis schlussendlich dann das Honorar kommt. Eine Prüfung des Einzelfalles ist dabei überhaupt nicht vorgesehen, auch gar nicht möglich bei der Menge der Fälle. Lediglich 2% der Vertragsärzte bekommen eine Einzelfallprüfung. Und wenn da nicht zufällig eine Leichenschau dabei ist, kann auch keine Prüfung, ob diese Rechnung richtig war, stattfinden. Aber ich wiederhole,
die drei neuen Abrechnungspositionen, die ab 01.01.2020 gelten, sind sowas von transparent, dass man einen Wechsel in dieses völlig intransparente System in dem Fall überhaupt nicht braucht. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Professor Dr. Ullmann von der FDP. Ja, wunderschönen guten Tag. Und diese Frage geht jetzt mal an Professor Kluckert als Einzelsachverständiger. Ist es verfassungsrechtlich zulässig, die Leichenschau und die Ausstellung des Totenscheins in den Leistungskatalog der GKV aufzunehmen? Ja, Herr Professor Dr. Kluckert, Sie haben das Wort. Sebastian Kluckert, Bergische Universität Wuppertal. Herr Vorsitzender, vielen Dank und Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Ich möchte zunächst einmal kurz auf das Rechtsinstitut des Totenscheins eingehen, der in den meisten Landesgesetzen als Todesbescheinigung bezeichnet wird. Die Todesbescheinigung ist ein Institut des Bestattungsrechts und vor ihrer Ausstellung dürfen bestimmte Handlungen nicht vorgenommen werden. Zu diesen Handlungen gehört insbesondere die Bestattung selbst. Die Ausstellung der Todesbescheinigung beruht auf einer Leichenschau, das haben wir gerade gehört. Und anders als der Antrag von seiner Überschrift impliziert, sollen ja hier nicht nur sozusagen die Ausstellung des Todesscheins, sondern letztlich ja auch die Leichenschau aus Mitteln der GKV finanziert und vergütet werden. Rechtstechnisch soll das ja dadurch erreicht werden, dass die Leichenschau und die Todesbescheinigung Bestandteil der Sachleistungen der GKV wird. Hier noch ein Hinweis, Sie hatten es auch gerade eingangs erwähnt, dass das mit der Mitgliedschaft zusammenhinge. Wenn man tot ist, ist die Mitgliedschaft vorbei. Das hat im Prinzip damit nichts zu tun. Der Leistungskatalog kann natürlich auch Leistungen zugunsten Dritter letztlich vermitteln. Sie kennen das alle vom Sterbegeld. Da wurden ja auch Leistungen zugunsten Dritter vermittelt, ohne dass es einen Versicherten noch als Anknüpfungspunkt gab. Im Sachleistungsprinzip entsteht ja kein Vergütungsanspruch gegenüber dem Patienten oder dem Auftraggeber, sondern es entsteht letztlich ja nur ein Vergütungsanspruch gegenüber der kassenärztlichen Vereinigung im Rahmen der Honorarverteilung. Dass hier in diesem Antrag das Sachleistungsprinzip ausdrücklich angesprochen worden ist, sieht man daran, dass formuliert wird, dass hier die Leistungen in den EBM, also in den einheitlichen Bewertungsmaßstab, einbezogen werden sollen. Dafür hat der Bund keine Gesetzgebungskompetenz. Das Bestattungsrecht fällt nach Artikel 70 Absatz 1 des Grundgesetzes in die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder. Würden die nach dem Landesrecht begründeten Institute Leichenschau und Todesbescheinigung zu Sachleistungen der GKV, würde das Bestattungsrecht der Länder in unzulässiger Weise durch sozialversicherungsrechtliche Bundesvorschriften überwölbt. Vertragsärzte sind ja bei ihrer Tätigkeit schon allgemein in ein umfassendes Rechtsbeziehungsgeflecht zwischen Krankenkassen, Leistungserbringern und Versicherten eingebunden. Schon dieser allgemeine Einbindungsgrad kann die Erfüllung der im Zusammenhang mit der Leichenschau und der Todesbescheinigung ausschließlich landesrechtlich zu beurteilenden Pflichten von Ärzten, Angehörigen und sonstigen Personen abträglich sein. Noch gravierender ist hier bei diesem Antrag, dass der Bundesgesetzgeber die Zielsetzungen des landesrechtlichen Bestattungsrechts teilweise konterkarieren würde. Nach den Bestattungsvorschriften der Länder ist eine Leichenschau unverzüglich vorzunehmen. Die Landesgesetze dulden aber keinerlei Verzögerungen, die fast zwangsläufig dadurch entstehen würden, wenn aus sozialversicherungsrechtlichen Gründen ein Vertragsarzt ausfindig gemacht werden müsste oder auch nur in der Praxis ausfindig gemacht werden wird. Ferner ist zu beachten, dass nicht nur alleine die Angehörigen verpflichtet sind, eine Leichenschau unverzüglich zu veranlassen. Zu den Pflichtigen gehören auch dritte Personen, also zum Beispiel Personen, in deren Wohnung jemand verstirbt, der Führer eines Beförderungsmittels oder Rettungsstellen. Es ist auch hier bundesrechtlich oder es ist hier mit der Kompetenz des Bundes nicht vereinbar, diesen Personen die Prüfung des Krankenversicherungsstatus zur Auflage zu machen und die Kontaktierung eines Vertragsarztes aufzugeben und damit faktisch die Leichenschau zu verzögern und zu verkomplizieren. Andererseits, das wissen Sie auch, können letztlich nur Vertragsärzte oder ermächtigte Ärzte verpflichtet sein, ihre Leistungen nach dem EBM abzurechnen. Also die beschriebenen Übergriffe des Bundesgesetzgebers in den Kompetenzbereich der Länder könnten nur dadurch vermieden werden, dass
hier diese Leistungen, die im Raum stehen, im Wege der Kostenerstattung, also im Wege des Kostenerstattungsprinzips in den Leistungskatalog der gesetzgeblichen Krankenversicherung eingeführt wird. Damit würde es zu einer Ausweitung des Leistungskatalogs kommen, der dann aber auch sehr teuer wäre, weil in diesem Zusammenhang dann die nach der GOE erstellten Rechnungen von der gesetzlichen Krankenversicherung zu vergüten wären. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Fraktion Die Linke, Herr Dr. Kessler. Unsere erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Herrn Michael Höhn. Können Sie aus der Praxis, also quasi als neutraler Beobachter, schildern, wo die Probleme bei der Leichenschau liegen und vor allem auch bei Ihrer Abrechnung liegen und vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen? Vielen Dank, Herr Höhn. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Michael Höhn. Ich beschäftige mich als Bestatter seit vielen Jahren intensiv mit der Thematik rund um die Abrechnung der Leichenschau, da wir ja auch mit den Hinterbliebenen sehr eng zusammenarbeiten. Dabei ist mir natürlich auch die Gebührenordnung der Ärzte hinreichend bekannt. Und als Bestatter erreichen uns auch häufig im Alltag die Rechnungen direkt von den Ärzten. Das heißt, sie werden von den Ärzten oftmals beim Verstorbenen direkt hinterlassen oder werden den Bestattern häufig direkt zugesandt. Das hat den Hintergrund, dass Bestatter oftmals für diese sogenannten Fremdleistungen in Vorkasse treten. Dies ist gesetzlich zwar nicht so vorgesehen, ist aber häufig eben im Alltag so anzutreffen. Wir konnten also als Bestatter feststellen, dass 95% dieser Abrechnungen nicht korrekt sind. Dies betrifft vor allem Gebührenziffern, die bei einer Leichenschau nicht abgerechnet werden dürfen. Es wurde schon angesprochen, das sind zum einen die Ziffer 50, also die sogenannte Besuchsgebühr, oder auch als Beispiel hier eine Fremdanamnese nach Ziffer 4. Es sind aber auch inhaltliche Fehler immer wieder festzustellen, die bei der Erstellung der Abrechnung auch in § 12 Absatz 2 der GOE geregelt sind. Wir stellen immer wieder fest, dass Gebühren zwischen 120 und 150 bis 200 Euro keine Seltenheit sind. Wir sprechen hier aber nach aktueller Gesetzeslage eigentlich nur von 50 bis 77 Euro. Und es kann auch nicht Aufgabe der Hinterbliebenen sein, in ihrer Trauer auch noch diese Rechnung auf ihre Plausibilität zu überprüfen. Natürlich liegt auch kaum oder keinem Angehörigen entsprechende Fachkenntnis über die GOE und deren Anwendung vor. Man kann jetzt natürlich mutmaßen, ob solch eine Situation immer ausgenutzt wird. Es kann auch damit begründet sein, dass natürlich die aktuelle GOE etwas undurchsichtig ist. Jedenfalls ist es für einen Hinterbliebenen diese Rechnungsstellung intransparent und auf keineswegs nachvollziehbar. Es wird auch immer oftmals behauptet, dass es sich hier um Einzelfälle handelt oder reine Vermutungen, dass man hier von einem Abrechnungsbetrug spricht. Es sind keine Einzelfälle, es ist nachweislich ein bundesweites Problem. Das stellen wir immer wieder fest. Man könnte sogar so weit gehen, dass man hier in einem Abrechnungsbetrug in sehr hohem Maße spricht. Der Schaden jedenfalls ist für die Hinterbliebenen sehr enorm. Bereits 2017 gab es da schon einige Ermittlungen, zum Beispiel von der Staatsanwaltschaft Duisburg. Im Jahre 2018 gab es sogar zwei Staatsanwaltschaften in Baden-Württemberg, die sich dieser Sache angenommen haben. Auch ich kann persönlich von einer Betrugsanzeige gegen eine Ärztin berichten. Dabei handelt es sich um Pauschalbeträge. Das ist auch sehr häufig zu beobachten, dass pauschalisierte Beträge abgerechnet werden bei der Leichenschau ohne Nennung expliziter GOE-Ziffern. Auch dies ist natürlich nicht zulässig. Man muss an dieser Stelle aber auch festhalten, dass Hinterbliebene grundsätzlich natürlich auch die Möglichkeit haben, sich an Schlichtungsstellen der Ärztekammern zu wenden oder auch Verbraucherschutzvereine einzuschalten. Das wird rege genutzt. Aus der Erfahrung kann ich auch sagen, dass hier am Ende immer wieder korrigierte und korrekte Abrechnungen am Ende erstellt werden konnten. Aber das ist natürlich keine dauerhafte Lösung. Kein Angehörigen kann es zugemutet werden, in seiner Trauer auch noch Beratungsstellen aufzusuchen und die entsprechenden bürokratischen Hürden zu meistern, die damit verbunden sind. Ich bin auch immer wieder persönlich mit Ärzten natürlich in Kontakt getreten, um sachlich über die erstellten Abrechnungen zu sprechen. Sie können sich vorstellen, damit macht man sich natürlich wenig Freunde. Es liegt aber auch oder sollte auch im Interesse aller Bestatter natürlich sein, dass man entsprechend seine Angehörigen vor solchen
überhöhten Abrechnungen schützt. Damit soll ja nun ab 1. Januar 2020 Schluss sein. Die Neugestaltung der abzurechnenden Leistung bei einer Leichenschau kommt natürlich maßgeblich den Ärzten und dem Wunsch nach angepasster Bezahlung zugute. Jedoch muss man auch festhalten, dass die Zeche natürlich am Ende wieder der Hinterbliebene zahlen soll. Im Referentenentwurf wurde mit Mehraufwendungen von fast 79 Millionen Euro gerechnet oder davon gesprochen. Dies kann natürlich auf keinen Fall akzeptabel sein, auch wenn es hier nur Vermutungen oder Schätzungen sind. Es ist auch so, dass schon seit dem Wegfall des sogenannten Sterbegeldes im Jahre 2014 Hinterbliebene natürlich zu 100% mit allen anfallenden Kosten bei einer Beerdigung konfrontiert sind. Auch das hat über Jahre hinweg über maßgebliche Veränderungen in der Bestattungskultur auch geführt. Das heißt, wichtige Entscheidungen werden heute häufig nur noch über den Preis bestimmt. Auch steigt jährlich wieder die Anzahl der Kostenübernahmen durch die Sozialhilfeträger, weil Bestattungspflichtige einfach nicht mehr in der Lage sind, die Kosten hierfür zu tragen. Auch hier wurde in diesem Kontext für Städte und Gemeinden mit Mehraufwendungen natürlich gerechnet, die diese Kosten dann übernehmen müssen. Hier geschätzte 3,3 Millionen Euro. Da sei auch noch festzustellen, dass gerade so ein sensibler Bereich wie der Bereich der Sozialbestattung gesetzlich nicht klar geregelt ist. Das heißt, es fehlt an klaren Vorgaben. Regelmäßig kommt es auch immer zu langen Bearbeitungszeiten, weil eben diese Vorgaben fehlen. Bestattungsfristen gibt es allerdings je nach Bestattungsgesetz natürlich, die müssen trotzdem eingehalten werden. Auch hier warten Ärzte zum Beispiel auch sehr lange auf ihr Honorar. Die Übernahme der Leichenschaugebühren zählt jedoch zu den regelmäßig zu übernehmenden Kosten einer Bestattung durch die Sozialhilfeträger. Und da vermute ich oder kann ich jetzt hier nur befürchten, dass hinsichtlich dieser Gebührensteigerung ab 2020 weitere Einkürzungen im Bereich der Bestattungsleistung, die eben nicht gesetzlich geregelt sind, stattfinden werden und das generell niedrige Niveau einer Sozialbestattung hier noch weiter sinken wird. Und hier sind die Hinterbliebenen natürlich doppelt gestraft. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Klein-Schmeick von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja. Ich möchte vorweg schicken, gerade im Hinblick darauf, was gerade in den Einlassungen auch an Vorwürfen im Raum stand gegenüber der Ärzteschaft, wäre es sehr schön gewesen, wenn wir Vertreterinnen und Vertreter der Ärzteschaft dann auch hier am Tisch gehabt hätten und nicht nur einen Einzelsachverständigen, der diese Aufgabe übernehmen muss. Und ich bedauere das sehr, das will ich an dieser Stelle noch mal sagen. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband, an Frau Dr. Kücking. Sie haben problematisiert, dass die Übernahme der ärztlichen Todesfeststellung in den Leistungskatalog im Grunde dazu führen würde, dass im Krankenversicherungsrecht sehr wesensfremde Leistungsinhalte und Verfahrensregelungen geregelt werden müssten, die bislang im Landesrecht verankert sind. Können Sie das noch mal deutlich herausarbeiten? Frau Dr. Kücking vom GKV-Spitzenverband, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Mache ich sehr gerne. Bisher ist es so, das ist ja bekannt, dass die Leichenschau nicht Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung ist, auch nie war. Im SGB V ist geregelt, dass die Ziele der gesetzlichen Krankenversicherung die hat die Aufgabe, Gesundheit zu fördern und alles, was damit zusammenhängt. Und bisher ist das gemeinsame Verständnis gewesen, dass damit dann mit dem Tod auch die Mitgliedschaft endet. Von daher war es bisher keine Verpflichtung. Jetzt, und außerdem ist es so, dass die Aufgaben, die mit dieser Leichenschau verbunden sind, beziehungsweise die Konsequenzen, die dann daraus resultieren, keine Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung sind, sondern Aufgaben öffentlichen Rechts. Zum Beispiel betrifft Melderegister, betrifft die Frage, bei einer Leichenschau kann es auch unnatürliche Todesursachen geben, wann ist die Polizei einzuschalten, die Frage, in welchem Zeitraum muss diese Leichenschau stattfinden. Da gibt es landesgesetzliche Regelungen, die auch unterschiedlich ausgestaltet sind. Und all diese Fragen wären dann zu klären und führen zu unterschiedlichen Regelungen. Wenn man der Meinung wäre, dass man das der GKV übertragen sollte, dann müsste man aus unserer Sicht bundeseinheitliche Regelungen zu diesen Fragen treffen, weil dann gibt es ja keinen Grund, das landesunterschiedlich zu regeln. Da haben wir eben schon die
Verfassungsfragen und die rechtlichen Einschätzungen gehört, dass das als schwierig eingeschätzt wird. Und von daher sind wir der Meinung, dass wir die Regelung, so wie sie jetzt ist, erhalten sollten und keine Änderungen dazu daran vornehmen müssen. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Frau Behrens von der SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und ich möchte meine Frage auch noch mal an Frau Dr. Kücking vom GKV-Spitzenverband richten und auch noch mal unter Bezugnahme auf Ihre Stellungnahme fragen, wie begegnen Sie dem Argument, dass die Feststellung des Todes auch für die Beurteilung des Endes der Mitgliedschaft in der GKV erforderlich ist und somit auch einen krankenversicherungsrechtlichen Zweck hat? Frau Dr. Kücking. So, das ist natürlich richtig, was Sie sagen. Es hat natürlich auch für die Krankenversicherung eine Konsequenz, wenn ein Mitglied verstorben ist, genauso wie es für andere Versicherungen eine Konsequenz hat, für Melderegister eine Konsequenz hat und so weiter. Also es gibt ganz viele Konsequenzen. Eine davon ist natürlich auch die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung. Insofern ist das nicht das vorrangige Interesse. So würde ich das bewerten. Vielen Dank. Die GKV hat sich zu Wort gemeldet. Jetzt kommt die nächste Frage von Michael Henrich von der CDU-CSU-Fraktion. Also Frau Kücking, dann richte ich meine Fragen auch an Sie. Wir haben jetzt ein paar Aspekte schon gehört, wie Sie das bewerten. Mich würde einfach allgemein noch interessieren, wie Sie zu den Forderungen der Antragsteller stehen. Frau Dr. Kücking. Ja, vielen Dank. Ich führe es gerne noch mal aus. Wir sind der Meinung, dass die Regelung, so wie sie bisher ist, also dass es die Leichenschau nicht Leistung der Sozialversicherung werden soll, weiterhin Bestand haben sollte. Die Gründe sind im Wesentlichen, dass es den Zielen der Sozialversicherung widerspricht. Und zum Zweiten, das aus meiner Sicht noch wichtigere Ziel, dass die Konsequenzen, die dann folgen, wenn die Leichenschau durchgeführt wurde und der Totenschein vorliegt, im Wesentlichen nicht krankenversicherungsrechtliche Fragestellungen betrifft, sondern eben weit darüber hinausgehende Fragestellungen. Vielen Dank. Der GKV-Spitzenverband hat wieder geantwortet. Und jetzt fragt Dr. Roy Kühne von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, meine Frage richtet sich an Dr. Zimmermann. Die Antragsteller betonen die Ausnahmesituation der Hinterbliebenen und heben dabei neben der finanziellen auch die emotionalen Belastungen ab. Auch ist uns es ein Anliegen, dass die Angehörigen natürlich nicht mehr belastet werden als nötig ist im Rahmen eines Trauerfalls durch unnötige Bürokratie. Ich frage daher, wie die Befürchtung zu bewerten ist, nach der es für die Hinterbliebenen unzumutbar ist, auch noch die Rechnung der Leichenschau zu kontrollieren. Können Sie hierzu aus Ihren Erfahrungen als Arzt, Sie hatten es ja vorhin betont, mal ganz kurz spiegeln? Herr Dr. Zimmermann. Wenn ein Mensch stirbt, ist es natürlich immer etwas, was für die Angehörigen eine große psychische Belastung ist. Weniger, wenn er erwartet stirbt nach langer Krankheit, sondern wenn das plötzlich geschieht. Ich muss noch mal wiederholen, ich bin jetzt 40 Jahre Hausarzt. Ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass eine Leichenschau weniger als eine Stunde gedauert hat. Und neben der Untersuchung der Leiche ist die Betreuung der Angehörigen eigentlich so das Hauptelement, mal abgesehen von dem zeitlichen Aufwand beim Besuch. Ich muss sagen, die Stellungnahme von Herrn Höhn hat mich deshalb auch etwas betroffen gemacht. Er hat ja im letzten Satz betont, dass er fürchtet, dass die angemessene Vergütung bei der Leichenschau jetzt dazu führt, dass also für die Bestatter, besonders bei der Sozialbestattung, weniger übrig bleibt. Also das sollte eigentlich kein Kriterium sein, jetzt diese neue Sache zu bewerten. Ich will auch noch mal betonen, dass also es keine falschen Rechnungen gibt. Es ist in dieser GOE von 1965 und der Nummer 100, die hier für die Leichenschau abgerechnet werden kann, ein Interpretationsspielraum. Ich habe hier den anerkannten Kommentar von Wetzel-Liebold vor mir, nachdem im Grunde genommen jeder seine GOE abrechnet. Und da steht ganz klar drin, dass also der Hausbesuch natürlich zusätzlich berechnet werden kann zu einer Leiche, zu einer Leichenschau. Man muss ja hinfahren, man muss auch wieder wegfahren. Also es kann ja nicht sein, dass dieser Aufwand einfach unter den Tisch fällt. Auch die Fremdanamnese, die Herr Höhn erwähnt hat, also die Betreuung im Grunde genommen, die Anamnese
Erhebung bei den Angehörigen ist auch nach Gebührenordnungskommentaren eine berechnungsfähige Leistung. Es gab halt ein Amtsgericht, nach meiner Kenntnis, das Amtsgericht Hamm in Nordrhein-Westfalen, das also entschieden hat, nach eingehender juristischer Prüfung geht es halt nicht. Und daraus resultieren diese Vorwürfe, dass also hier Falschabrechnungen vorliegen würden. Das weise ich also auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, die so etwas machen, energisch zurück. Ich möchte aber auch noch mal betonen, dass genau das, was eben bisher strittig war, jetzt in der neuen Gebührenordnungsposition drinsteht. Es ist auch kein Zufall, dass wenn man jetzt die jetzige 100, also die jetzige Leidenschau mit der 50, dem Hausbesuch, und der 4, der Fremdanamnese, verbinden würde, dass dann ein Preis rauskommt, der dem entspricht, der jetzt für die Leidenschau als Komplexleistung in der neuen GOE drinsteht. Also transparenter geht es nicht mehr. Jetzt kann sich niemand mehr damit beschäftigen, ob das geht oder nicht. Das ist alles in einer einzigen Komplexleistung drin. Und die Rechnungen werden ab 01.01.2020, wenn sie so bleiben, wie sie jetzt sind, im Kostenerstattungsprinzip, also als GOE-Rechnungen den Zahlungspflichtigen gegenüber, nicht mehr kritisiert werden können. Das ist gar nicht mehr möglich. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Bettina Müller von der SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Verband Eternitas e.V. Und zwar würde ich gerne einen Eindruck von dem Beratungsgeschehen von Ihnen geschildert bekommen. Mit welchen Anliegen kommen Hinterbliebene zu Ihnen und welchen Anteil am Beratungsgeschehen haben dann Fragen auch zu den ärztlichen Abrechnungen? Herr Schmidt von Eternitas e.V., Sie haben das Wort. Ja, also das ist ein sehr breites Spektrum, was wir haben. Einen großen Teil macht etwa die Frage rund um die Sozialbestattung aus. Wer muss die Kosten tragen? Wer bekommt es wieder? Häufig haben wir leider auch mit Bestattern zu tun, die nicht das abrechnen, was sie abrechnen sollten, dass da Leistungen nicht in Ordnung gebracht sind, aber auch zum Teil Streitigkeiten mit den Friedhöfen etc. Das, was die GÖE-Frage ausmacht, das sind, würde ich sagen, 5-10% der Fälle. Und da ruft jemand an und sagt, oh, im Idealfall, ich habe auf Ihrer Seite gesehen, maximal sind eigentlich 77 Euro und dann sagt er mir den Betrag und dann sagt er mir, welche Ziffern und ich erkläre ihm dann, ja, das und das ist nur rechtmäßig und bezahlen Sie nur das, was richtig ist. Und dann ist die Sache oft erledigt. Ich habe in verschiedenen Fällen, weil es mir, ich sage ganz ehrlich, weil es so oft vollkommen ist, so auf die Nerven gegangen ist und ich es unverschämt finde und auch eigentlich dreist zu behaupten, das wäre richtig alles, weil die Bundesärztekammer es auch als falsch sieht und die meisten Landesärztekammern das mittlerweile auch bestätigen. Zum Teil habe ich dann auch Strafanzeigen mit verfolgt und mit initiiert. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Schlund von der AfD-Fraktion. Ja, meine Frage geht auch noch mal an Frau Köging vom GKV-Spitzenverband. Wir haben zwar schon hinreichend einiges erfahren und auch die Meinung des GKV-Spitzenverbandes, aber ich möchte vielleicht trotzdem noch mal darauf eingehen, der Arzt, der ja zum Hausbesuch kommt, ist durch die GOE, Sie hatten das auch schon gesagt, Herr Zimmermann, recht gut jetzt gelöst ab 2020. Aber mir erscheint noch ein ganz anderes Problem. Neben der Leichenschau wichtig, dass oft Notarztwagen zu dem Toten kommen, wo auch die Bezahlung dann nicht geklärt ist. Und jetzt meine Frage. Wenn bundeseinheitlich eine Lösung gefunden werden könnte, die genau diese Grauzonen, also einmal den Notarztwagen, der zum Toten kommt, und die Leichenschau durch den Arzt übernommen werden könnte, also bundeseinheitlich geregelt. Könnten Sie sich das grundsätzlich vorstellen oder sagen Sie, das ist eine, so eine Kostenausgabe, die dem GKV-Spitzenverband, also den Krankenkassen, nicht zugemutet werden kann? Frau Dr. Kücking vom GKV-Spitzenverband, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich habe es schon ausgeführt, dass wir der Meinung sind, dass wir grundsätzlich der Meinung sind, dass es keine Veränderung, keiner Veränderung bedarf. Wir sagen, dass das die Zielsetzung dieser Maßnahme Leichenschau, Totenschein eine überwiegend öffentlich-rechtliche Angelegenheit ist, weil die Konsequenzen, wie gesagt, in anderen Rechtsbereichen nicht in der Sozialversicherung liegen. Und das aus dieser Grund heraus sagen wir, das ist keine Aufgabe der Solidargemeinschaft, sondern ist dann Privatangelegenheit. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich von der CDU-CSU-Fraktion. Ich würde meine Frage an die Frau Fix vom Deutschen Caritasverband richten. Herr Dr. Zimmermann hat ja schon einiges
gesagt zu dem Thema der Rechnung für den Totenschein unter dem Aspekt der notwendigen Kontrolle und vor allem auch der unzumutbaren bürokratischen Belastung für die Hinterbliebenen. Mich würde Ihre Einschätzung einfach noch mal interessieren. Frau Dr. Fix, Caritas, ja. Deutscher Caritasverband, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Henrich, für die Frage. Ich kann mich hier nur vollumfänglich Herrn Dr. Zimmermann anschließen. Insbesondere die neue GOE mit ihren drei Gebührenpositionen ist wirklich glasklar, lässt eigentlich sozusagen hier keine Fragen offen und ist somit sozusagen absolut überprüfbar. Zum Zweiten ist es auch so, dass natürlich nicht nur die Kosten für den Totenschein geprüft werden müssen von den Angehörigen in ihrer absolut emotionalen Belastungssituation, sondern noch ganz andere Kosten, nämlich sozusagen die Bestattungs- und Beerdigungskosten. Und der Totenschein ist eigentlich nur ein ganz kleiner Bestandteil dieser Bestattungs- und Beerdigungskosten. Und ich denke sozusagen, es ist den Angehörigen durchaus zumutbar, dies zu prüfen und wird ja auch sozusagen geprüft und gegebenenfalls reklamiert sozusagen. Und es gibt die Verbraucherberatung, Eternitas hat es ja eben ausgeführt, sozusagen gibt Möglichkeiten, wenn die Gebühren unverhältnismäßig erscheinen, wie im gegenwärtigen System, sie hier nochmal beraten zu lassen. Also ich denke, es ist kein Argument dafür, sozusagen den Totenschein zu lassen, der GKV ausstellen zu lassen. Vielen Dank. Das waren die Worte des Deutschen Caritasverbandes. Die nächste Frage stellt Professor Dr. Ullmann für die FDP-Fraktion. Auch hier geht meine nächste Frage an den Einzelsachverständigen Professor Kluckert. Wie verhält sich die beantragte Leistungsausweitung zu anderen Leistungen, die von der gesetzlichen Versicherten eigenverantwortlich zu tragen sind? Ja, vielen Dank. Herr Professor Dr. Kluckert, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, auch für die Frage. Also zunächst muss man ja in Erinnerung rufen, dass es zahlreiche Leistungen gibt, die sogar gesetzlich Versicherte und Betonung hier auf sogar gesetzlich Versicherte eigenverantwortlich tragen müssen. Beispiele sind zum Beispiel die Sehhilfen, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, aber auch zum Beispiel verschreibungspflichtige Arzneimittel zur Raucherentwöhnung. All diesen Leistungsausschlüssen ist ja gemeinsam der Umstand, dass die Kosten überschaubar sind und der Gesetzgeber also die Selbsttragung für zumutbar hält. So, und die Überführung von bestimmten Kosten in die Selbstverantwortung der Versicherten ist ja ein Weg, um die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung zu sichern. Und hinsichtlich der Kosten für den Totenschein, die ja im Verhältnis zu den Bestattungskosten ja eher geringfügig ausfallen, kann man im Prinzip erstmal die gleichen Gesichtspunkte fruchtbar machen, also überschaubare Kosten, Selbsttragung zumutbar. Allerdings muss man diese Gesichtspunkte auch gar nicht fruchtbar machen, denn bei Leichenschau und bei der Todesbescheinigung sollen ja nach dem Antrag Leistungen, Geldleistungen an nicht versicherte Dritte fließen, für die die GKV grundsätzlich keine Verantwortung trägt. Und in vielen Fällen sind diese Dritten auch nicht finanziell bedürftig, weil sie zum Beispiel Ersparnisse haben oder mit dem Tod eine Erbschaft verbunden ist. Und bei bedürftigen Personen übernehmen übrigens die Sozialkassen die Kosten für Leichenschau und Totenschein, also das Sozialamt oder der Jobcenter. Somit ist festzustellen, dass also hier nach dem Konzept des Antrags es sich so verhält, dass bei finanziell Bedürftigen die Kosten von den Sozialkassen zur GKV umverteilt oder umverlagert werden. Und bei finanziell nicht Bedürftigen werden also die Kosten vom Privatvermögen zur Versichertengemeinschaft umverteilt. Und das müssen Sie bewerten, ob das politisch sozusagen der richtige Weg ist. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Weinberg von der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschlands, Herrn Riebernd. Mich würde mal interessieren, wie Sie zu der Forderung stehen, die Leichenschau statt über die Gebührenordnung der Ärzte zukünftig über die Krankenkassen abzurechnen. Herr Riebernd von der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschlands e.V., Sie haben das Wort. Danke, Riebernd. Ja, danke für die Frage. Man muss sehen, dass der öffentliche Rettungsdienst und damit die Notärzte
Notärztinnen und Notärzte ja in aller Regel dann zum Einsatz kommen, wenn gar nicht primär klar ist, dass jemand schon verstorben ist. Wenn wir mal von den selteneren Fällen absehen, Überfahrung auf der Zugstrecke, suizidale Fragestellung, ähnliches, wo es um öffentliches Interesse geht und möglichst schnelle Abarbeitung, natürlich auch der Leichenschau und der Todesfeststellung. In der Regel kommen ja Notärztinnen und Notärzte dann zum Einsatz, wenn die Notruf annehmende Leitstelle zum Ergebnis kommt, hier könne noch etwas zu retten sein. Der Patient könne noch zu retten sein. Und das ist ja auch das oberste Ziel. Und insofern wird dann auch immer ein Rettungstransportwagen parallel mit dem Notarzt entsandt. In einer Reihe von Fällen wird man einer Wiederbelebungsbehandlung zunächst beginnen und erst bei festgestellter Aussichtslosigkeit der weiteren Wiederbelebungsbemühungen diese einstellen. Und dann stellt sich die Frage, wer macht die Leichenschau? Wir Notärztinnen und Notärzte kennen ja unsere Patienten in aller Regel vorher nicht. Also sie sind medizinisch völlig unbeschriebene Blätter für uns. Insofern übrigens das Thema Anamnese durchaus sehr wichtig. Was hat dann an Krankheiten vorgelegen? Da können nur überhaupt die Angehörigen und die Hausärzte helfen. Wir sind der Auffassung in der Frage der Finanzierung, also der Rettungsdienst finanziert sich ja aus öffentlicher Gebührenstellung in aller Regel zu Lasten der GKV oder eben bei den Privatpatienten an den Patienten selber, der dann die Rechnung weiterreicht beziehungsweise die Angehörigen. Da in unserem sozusagen Spezialfall die Verbindung von unmittelbar lebensrettenden Maßnahmen in vielen Fällen mit der dann erfolgenden, bei leider misserfolgter Wiederbelebungsbemühungen notwendigen Leichenschau einsetzt. Das ist die Grundlage dafür, dass wir uns für eine Verbindung über die GKV ausgesprochen haben. Im Prinzip ist aber das Notärztliche, die notärztliche Auffassung primär erstmal auf alle Fragen der Lebensrettung so schnell wie möglich gerichtet. Und für uns stehen tatsächlich die Abrechnungsfragen nicht in der ersten Priorität. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, ich würde gerne noch mal auf Herrn Zimmermann kommen. Und Sie haben das teilweise ja schon angesprochen. Aber weil ja dieser Vorwurf des Abrechnungsbetruges auch ein wesentliches Motiv zu sein scheint für den Antrag der Linken, würde denn eigentlich die Kostenübernahme durch die GKV wirklich die Hoffnung rechtfertigen, dass man dann eine höhere Transparenz der Abrechnungen hat? Also wenn die Kostenübernahme durch die GKV erfolgte, ist das automatisch mit mehr Transparenz verbunden? Vielen Dank, Herr Dr. Zimmermann. Die Transparenz, ich hatte es ja schon durch Schilderung des Abrechnungsweges gesagt, wäre eher verkompliziert. Es ist aber auch, wie gesagt, überhaupt nicht notwendig. Wenn es über die GKV abgerechnet würde, künftig wäre es halt so, ich reiche das im Rahmen meiner Quartalsabrechnung ein, vergehen 3 Monate. In der KV dauert es nochmal 3 Monate, in der Kassenärztlichen Vereinigung dauert es nochmal 3 Monate, bis alle Abrechnungen geprüft sind. Danach wäre eine Prüfung, wenn überhaupt, möglich. Aber es gibt in der GKV, nicht auf den Einzelfall bezogen, eine Prüfung, weil ja dort auch Sachleistungsprinzip herrscht und kein Kostenerstattungsprinzip. Ja, ich sehe keinerlei Vorteil, was also diese Intransparenzvorwürfe betrifft, wenn über die GKV abgerechnet würde. Ganz im Gegenteil. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Kleinschmeik von Bündnis 90 Die Grünen.
Meine Frage richtet sich an den Deutschen Caritasverband, Frau Dr. Fix. Wie bewerten Sie, Sie sind ja ein Sozialverband, die Tatsache, dass die Menschen die Kosten für den Totenschein aus eigener Tasche finanzieren müssen? Und was schlagen Sie vor, gerade für diejenigen, die sich die Bestattungskosten und insgesamt alle Fragen, die rund um das Sterben damit verbunden sind, nicht leisten können? Was können wir tun, damit beim Todesfall nicht zusätzliche, auch emotionale Belastungen und auch Verzögerungen durch die Prüfung der Kostenübernahme durch die Sozialämter passiert? Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix, Deutscher Caritasverband. Vielen Dank für Frau Kleinschmein für die Frage. Ja, als Sozialverband haben wir natürlich unser Hauptaugenmerk auf bedürftige Personen und Menschen mit geringem Einkommen zu richten. Und die Höhe der Bestattungskosten insgesamt ist für diese Menschen natürlich schon ein Problem. Aber wie vorher auch schon ausgeführt, der Totenschein nimmt den geringsten Anteil sozusagen an der Höhe der Bestattungskosten ein. Und ich bin nicht der Auffassung, dass die Solidargemeinschaft diese Kosten für den Totenschein zu tragen hat. Gleichzeitig sozusagen sehen wir bei den Sozialbestattungen in den letzten Jahren erhebliche Probleme, die sich potenziert haben. Herr Höhn hatte ja auch schon darauf hingewiesen. Für Menschen, die sozialhilfebedürftig sind, werden ja die Bestattungen aus der Sozialhilfe getragen. Paragraph 74 SGB 12 ist hier einschlägig. Und die Sozialämter müssen natürlich in jedem Einzelfall prüfen, ob sozusagen sie hier die Kostenpflicht haben oder ob es Dritte gibt, die diese Kostenpflicht zu tragen haben. Das ist klar. Das Problem ist nun, und darauf hat Herr Höhn auch schon hingewiesen, dass sich diese Prüfungen oft über Wochen und Monate hinziehen, während sozusagen das Bestattungsrecht hier auch bestimmte Fristen vorsieht. Dann werden die Toten häufig sozusagen der Kühlung unterzogen. Es kommt zu höchst problematischen und auch emotional belastenden Situationen für die Angehörigen. Das nächste ist dann sozusagen der Streit um die Kosten, kostengünstigere Einäscherung versus Erdbestattung. Auch hier wird dann nicht immer sozusagen dem Wunsch der Toten beispielsweise nach einer Erdbestattung entsprochen. Und diese Probleme haben sich in den letzten Jahren sehr verschärft, sodass es dazu sogar eine BSG-Rechtsprechung gibt, der aber auch in der Praxis sozusagen nicht Rechnung getragen wird. Und wir als Sozialverband zusammen auch mit den anderen Wohlfahrtsverbänden setzen uns hier schon seit langen Jahren für eine Lösung des Problems ein. Die könnte nämlich lauten, dass sozusagen im SGB 12 eine bestimmte Frist, zum Beispiel von 14 Tagen, die auch dem Landesrecht in vielen Fällen entspricht, gesetzt wird, innerhalb derer sozusagen die Prüfung erfolgt sein muss. Ist die Prüfung dann nicht abgeschlossen, das könnte im Einzelfall sein, müsste das Sozialamt in Vorleistung gehen, das ist ein Vorschuss auf die Bestattungskosten insgesamt, und dazu zählt dann auch der Totenschein zahlen. Und wenn sich dann im Nachhinein herausstellt bei der Prüfung, dass doch Dritte und nicht das Sozialamt kostenpflichtig waren, käme es dann natürlich zu einer Rückerstattung der Kosten. Das ist also unser Lösungsvorschlag. Und da würden wir den Gesetzgeber bitten, insbesondere im SGB 12, sich hier für eine entsprechende Änderung auch einzusetzen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar von der SPD-Fraktion. Danke. Meine Frage richtet sich an die Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaft Notärzte Deutschland. Eine qualifizierte Leichenschau sichert Rechte von Patientinnen und Patienten bzw. deren Angehörigen. Sehen Sie Optimierungsbedarf in Deutschland, beispielsweise bei der ärztlichen Fort- und Weiterbildung oder auch durch einen bundeseinheitlichen Leichenschauschein? Ja, Herr Riebernd, Sie haben jetzt das Wort. Dankeschön, Riebernd. Danke für Ihre Frage. In Übereinstimmung mit den Vereinigungen der Rechtsmediziner sind auch wir der Auffassung, dass tatsächlich, was das Leichenschauwesen angeht, ein Optimierungsbedarf besteht. Wir bieten im Rahmen unserer Fortbildungsveranstaltungen auf diversen Kongressen immer wieder, auch ich persönlich, das Thema Leichenschau an, weil eben für uns natürlich sehr stark auch im Vordergrund ganz andere Fragen, die aber rechtserheblich sind, stehen, nämlich die Frage nach der nicht natürlichen Todesart zum Beispiel, um die auf keinen Fall zu übersehen. Da gibt es hochinteressante Fragestellungen.
Und natürlich ist man in allen medizinischen Bereichen so gut wie die Routine, die man Gelegenheit hatte zu entwickeln. Wir im Rettungsdienst und im Notarztwesen werden natürlich häufig mit Fragestellungen konfrontiert, wo es um nicht natürliche Todesarten geht. Und der Bonner Rechtsmedizin-Ordinarius Madea hat hierzu auch diverse Veröffentlichungen gemacht. Da haben wir immer wieder hat er festgestellt, dass die Qualität der Leichenschau durch die Notärztinnen und Notärzte am oberen Level liegt. Was aber nicht heißt, dass auch hier nicht noch einiges zu verbessern wäre. Ich weise noch darauf hin, im Anschluss auf die zuvor gestellte Frage an mich, dass übrigens nach den Bestattungsgesetzen auf Länderebene in Deutschland die Notärzte die einzige Arztgruppe darstellen, die nicht zur kompletten Leichenschau verpflichtet sind. Das heißt, jeder andere ist dazu verpflichtet. Er muss also nicht gebeten werden. Die Notärzte nicht, weil natürlich die möglicherweise auftretenden Anschlusseinsätze, wenn Sie mal überlegen, hier in diesem Bereich, aber auch in dem Bereich, in dem ich 25 Jahre ärztlicher Leiter eines großen Rettungsdienstes gewesen bin, mit 15 Einsätzen in 24 Stunden, da muss man direkt weiter. Und insofern wird der Notarzt feststellen, jawohl, ist wirklich definitiv tot. Das heißt, nicht wiederbelebungsbedürftig. Das ist die entscheidende notfallmedizinrelevante Aussage. Und dann kann die endgültige Leichenschau nach Ausbildung von sogenannten sicheren Todeszeichen durch andere Ärzte, zum Beispiel aus dem niedergelassenen Bereich oder aus dem Bereitschaftsdienst, kassenärztlichen Bereitschaftsdienst erfolgen. Und insofern ist für uns auch diese Abrechnungsthematik nur eine relative, weil eigentlich nicht in der Mehrzahl der Fälle tatsächlich der Notarzt des öffentlichen Rettungsdienstes hier die endgültige Leichenschau durchführt, weil es einfach viel zu lange dauert und er dann schon wieder einen Anschlusseinsatz hat mit womöglich lebensrettender Fragestellung. Vielen Dank. Rudolf Henke fragt als nächstes, CDU-CSU-Fraktion. Ja, und zwar komme ich auf ein Detail zurück, Herr Zimmermann, aus dem uns vorliegenden Antrag. Da wird ausgeführt, dass die Angehörigen bestimmter Einkommensschichten besonders betroffen seien von den zusätzlichen Kosten des Totenscheins. Und dann heißt es hier in dem Antrag, für den mehr als 100 Euro anfallen können. Sie haben an das Jahr 1965 in Kraft tretende GOE erinnert. Mindestens ist sie unverändert 1996 da. Und mich würde jetzt mal interessieren, ob denn nach den anwendbaren GOE-Ziffern Kosten von über 100 Euro für die Hinterbliebenen möglich sind und wie die sich dann zusammensetzen würden. Herr Dr. Zimmermann. Es ist zwar schon angesprochen worden, aber ich will es noch mal kurz zusammenfassen. Die Leichenschau setzt sich halt zusammen zunächst mal aus dem Aufsuchen der Leiche. Ich muss hinfahren und ich muss anschließend auch wieder zurückfahren. Es entsteht also eine Abwesenheit in der Praxis, die vergütet werden muss. Das Nächste, was getan werden muss, wenn ich vor Ort bin, ist dann die Leichenschau selbst, die mehr oder weniger aufwendig sein kann, je nachdem, ob ich den Patienten schon kenne, ob es ein eigener Patient ist oder ein Fremder oder einer, der längere Zeit nicht in der Praxis war. Die Betreuung der Angehörigen, das Einholen von Auskünften bei den Angehörigen ist ein wichtiges Element. Und das Ausfüllen des Leichenschauscheins, das habe ich bisher vergessen zu erwähnen, der ist nicht ganz einfach gestaltet, braucht auch etwas Zeit. Wenn man das jetzt alles in eine Gebührenordnungsposition packt, und das ist in dieser neuen Gebührenordnung, in der neuen GOE ab 01.01.2020 geschehen, dann kommt man auf eine Summe, die weitestgehend der entspricht, die auch jetzt anfallen würde, wenn man die Einzelgebührenordnungspositionen, die hier eben von mir angesprochen wurden, zusammenfügt. Konkret
Im Moment wären das, wenn Sie den Hausbesuch und auch die Fremdanamnese zulassen würden, rund 150 Euro. Und in der neuen GOE ist diese Leichenschau als Komplex mit 165,77 Euro dargestellt. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Schneider von der AfD-Fraktion. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richte ich an Herrn Möller vom Verband der unabhängigen Bestatter. Leichenschau als Kassenleistung, wie stehen Sie dazu? Und sollte das auch einschließen, die verpflichtende zweite Leichenschau im Krematorium? Herr Möller vom Verband der unabhängigen Bestatter, Sie haben das Wort. Ja, erstmal recht herzlichen Dank für Ihre Frage. Ja, wir stehen ganz klar zu dem Antrag, dass das mit in die gesetzliche Krankenversicherung als Leistung aufgenommen werden soll. Ich möchte da auch noch mal, gerade weil wir über die Höhe gesprochen haben, mal ganz energisch an Dr. Zimmermann widersprechen. Wir hatten allein im letzten Jahr Ermittlungen gegen 100 Ärzte im Raum Karlsruhe, wo unsere Kollegen seitens der Staatsanwaltschaft gefordert waren, die Rechnungen für die Leichenschauen an die Staatsanwaltschaften zu übersenden. Es handelt sich dabei also wirklich nicht um Einzelfälle. Wir haben das auch in anderen Bundesländern. Das ist einfach so. Das greift mittlerweile sogar schon so weit, weil wir gerade die Thematik mit den Sozialämtern hatten, dass einige Sozialämter Rechnungen von Leichenschauen zurückweisen und sagen, sind einfach nicht der Höhe entsprechend, so wie das im Leistungssatz vorgegeben ist. Und diesbezüglich haben wir dann als Verband für unsere Mitglieder entsprechende Schreiben entwickelt, womit dann die Leichenschaugebühr an die Angehörigen weitergegeben wird, wo gesagt wird, bitte entscheidet ihr, ob ihr was dagegen machen wollt oder nicht machen wollt. Also so viel zu dem Thema. Und ich halte es auch aus Gründen der Rechtssicherheit für absolut notwendig, auch dass die zweite amtsärztliche Leichenschau dementsprechend dort mit hineingenommen wird. Denn das macht aus unserer Sicht heraus den kompletten Sinn. Und wenn es immer heißt, die ärztlichen Totenscheingebühren sind ja nicht so hoch, vielleicht auch mal zum besseren Verständnis, eine Gesamtbestattung, die Gesamtkosten, die anfallen, da entfallen ungefähr ein Drittel, etwas über ein Drittel für die Kosten des Bestattungsunternehmens und zwei Drittel entfallen dort für Friedhofsgebühren, Krematorien und sonstige Gebühren. Das ist also nicht zu unterschätzen. Das hat sich über die Jahre herauskristallisiert, so ein Anteil an den Bestattungskosten von 33-35% für den Bestatter. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Behrens von der SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich auch an den Verband der unabhängigen Bestatter. Ich möchte noch mal auf die Bremer Regelung zurückkommen, wo ja seit 2017 die Leichenschau ausschließlich von Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmedizinern bzw. entsprechend weitergebildeten Krankenhausärztinnen und Ärzten durchgeführt wird. Wie bewerten Sie ganz grundsätzlich das derzeit überwiegend praktizierte Verfahren und die Bremer Regelung, zu der ja eben auch ein einheitliches Formular zur Todesfeststellung und Leichenschau gehört? Herr Müller, Sie haben das Wort. Ja, also auch diese Regelung finden wir in Bremen fantastisch und es wird jetzt demnächst ein neues, man arbeitet an einem neuen Friedhof- und Bestattungsrecht für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Dort ist auch geplant, dieses Gesetz, was dann verabschiedet werden soll, für das Land Mecklenburg-Vorpommern in den Bundesrat mit einzubringen. Dort geht es um einheitliche Todesbescheinigungen. Dort geht es auch ganz wichtig um das Thema Ausbildung, dass nur ausgebildete Ärzte, die auch ihre Fort- und Weiterbildung permanent dokumentieren müssen, mit enger Einbindung an die Rechtsmedizin in Greifswald und so weiter für das Land Mecklenburg-Vorpommern, dass das einen größeren Wert erhält und dass das auch in die Bundesgesetzgebung zur Weitergabe an die Länder eingebracht werden soll. Also wir begrüßen das ausdrücklich, weil es einfach die Qualität hebt, ganz klar. Vielen Dank, das war die Meinung des Verbandes unabhängiger Bestatter. Und die nächste Frage stellt Dr. Roy Kühne von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Elisabeth Fix vom Deutschen Caritasverband. Wir hatten ja bereits darüber gesprochen, dass die Antragsteller ihre Forderungen auch damit begründen, dass es bei der Abrechnung von Gebührenpositionen, Ausstellung von Totenscheinen immer zu Betrugsfällen kommen ist. Sie meinen, eine Honorierung aus der GKV könne solche Betrügereien den Riegel vorschieben. Herr Zimmermann hat ja bereits dazu ausgeschüttet. Wie ist Ihre persönliche Meinung zu diesem ganzen Fall? Ist der Betrug möglich, ja oder nein?
Also ich denke, Betrug ist im Leben immer möglich. Frau Dr. Fix, Sie haben jetzt das Wort. Danke, Elisabeth Fix, Deutscher Caritasverband. Betrug ist im Leben immer möglich. Er ist auch in diesem Fall sicherlich möglich. Aber der Betrug sollte nicht zur Grundlage für Gesetzgebung gemacht werden. Wie Herr Dr. Zimmermann ausgeführt hat, ist die GOE absolut transparent an dieser Stelle sozusagen. Ich denke, Betrugsfälle können durch diese drei neuen Gebührenpositionen insbesondere ganz klar eingegrenzt werden. Im Übrigen ist es ja auch so, dass im EBM der GKV natürlich auch nach Gebührenpositionen abgerechnet werden muss. Und selbst wenn es sozusagen keine Einzelfallprüfungen gibt, gibt es sozusagen auch dort faktisch die Möglichkeit, andere Gebührenpositionen gegebenenfalls abzurechnen und somit, wenn man möchte und sozusagen kriminelle Energie entwickeln würde, könnte man betrügen. Also allein EBM der GKV würde vor Betrug nicht schützen. Vielen Dank. Herr Professor Ullmann von der FDP-Fraktion. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Frau Dr. Kücking von GKV Spitzenverband. Wie hoch sind heute die Ausgaben für versicherungsfremde Leistungen? Und bitte setzen Sie diese auch im Verhältnis zu den Bundeszuweisungen an die Kassen. Frau Dr. Kücking. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht präsent habe. Würde ich gerne nachliefern. Bitte? Ja, das kommt dazu. Die Frage ist natürlich, wie definieren wir die versicherungsfremden Leistungen? Aber trotzdem vielen Dank für die Frage, weil mir das den Hinweis erlaubt, dass eine solche Leistung, sollte sie der GKV zugewiesen werden, aus unserer Sicht natürlich auf jeden Fall eine versicherungsfremde Leistung ist, weil sie eben überwiegend, ich habe es vorhin schon ausgeführt, anderen Zwecken als Sozialversicherungs- und Krankenbehandlung dient. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Karin Mack von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Dr. Zimmermann, Sie haben vorher so schön von der neuen Gebührenordnung gesprochen und von der Komplexgebühr 165,77 €. Jetzt frage ich ganz banal, ist das dem ärztlichen Aufwand dann auch angemessen? Herr Dr. Zimmermann. Ja. Dann kommt die nächste. Also die SPD hat sich darauf verständigt, ihr Fragerecht an die Fraktion Die Linke abzutreten. Die CDU wird auch keine weiteren Fragen mehr stellen, wenn ich das richtig verstehe. Aber nicht abtreten. Aber es hat indirekt die gleiche Wirkung. Dann stellt die nächste Frage der Herr Dr. Kessler von der Fraktion Die Linke. Ja, wir bedanken uns sehr für diese Geste einer der Regierungsfraktionen. Das belebt natürlich die Anhörung. Vielen Dank dafür. Meine Frage geht an Herrn Schmidt von der Verbraucherinitiative Eternitas. Wir haben jetzt hier heute mehrfach die Behauptung gehört, dass die Neuregelung in der Gebührenordnung der Ärzte falsche Abrechnungen in Zukunft verhindern wird. Sie schreiben dagegen, dass die deutliche Erhöhung der privat zu tragenden Leichenschaugebühren das Problem der häufigen Falschabrechnung nicht beenden wird. Können Sie uns diese Prognose noch mal ausführlich darlegen, bitte? Herr Schmidt, Sie haben das Wort. Ja, und zwar mit diesen 165 € alleine, das wäre ja schön, wenn es nur so eine Pauschalleistung wäre. Aber in dem neuen Entwurf der Bundesregierung ist es so, da wird zuerst differenziert neu zwischen einer vorläufigen Todesbescheinigung und einer eingehenden Leichenschau, die dann später erfolgt, das schon mal zweimal abgerechnet wird. Dann wird jeweils unterschieden, einmal weniger als 20 Minuten, mehr als 20 Minuten, dann wird unterschieden, gibt es vielleicht eine zusätzliche Dauer von noch mal 10 Minuten, weil derjenige unbekannt ist, also die Identität, oder weil es ein bisschen schwieriger war, dann bleibt es weiter wie vorher zusätzlich zu den 165 € bei dem Wegegeld, wo jetzt zusätzlich auch noch die Reiseentschädigung eingeführt ist, wo noch eine Pauschale zukommen kann von 50 €, die man dann für einen Tag bezahlen muss. Dann ist neu, dass man zu dem Wegegeld, wo ohnehin schon bestimmte Zeiten eingerechnet werden, dass man dann, wenn es später ist, mehr bezahlt, gibt es jetzt auch noch die Zuschläge für die Nacht, die man dann auch noch mal extra berechnen kann, sodass man insgesamt, also Minimum, wenn es mal wirklich nur korrekt abgerechnet würde, bei einer geringen Zahl von ungefähr 100 € landet. Aber wenn alles
zusammenkommt, dann auf einmal auf 400 Euro kommt. Und die 300 Euro halte ich nicht für unwahrscheinlich, dass ich die regelmäßig demnächst vorliegen habe, weil da gar nicht so viele ungewöhnliche Sachen aufgeschrieben werden. Ich will gar nicht immer vorsätzlichen Gebührenbetrug vorwerfen, das sehe ich wirklich nicht so. Aber zumindest fehlt da oft die Kenntnis, das korrekt abzurechnen. Und ich, aufgrund meiner Erfahrung, was bislang abgerechnet worden ist, ich würde es mir wünschen, also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, dass dann die Anrufe nicht mehr kommen. Aber ich befürchte, es wird nicht zu einer Verbesserung kommen, wenn auf einmal statt 50 bis 70 Euro auf einmal 100 bis 400 Euro abgerechnet werden. Das wird wohl eher dazu führen, dass die Leute noch mal ein bisschen kritischer hingucken, wenn auch hoffentlich die Fehlerquote etwas geringer wird. Vielen Dank. Herr Weinberg von der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde eine ähnliche Frage zumindest noch mal an Herrn Höhn auch stellen in dieser Angelegenheit. Es ist jetzt mehrmals gesagt worden, die neue Gebührenordnung schafft sozusagen so viel Transparenz, so viel Möglichkeiten, Klarheit, dass sozusagen da Falschabrechnungen eigentlich de facto nicht mehr möglich seien. Wie sehen Sie das? Herr Höhn, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich sehe das eigentlich ähnlich wie der Herr Schmidt. Natürlich ist auf den ersten Blick die Neugestaltung der GOE etwas transparenter. Es sind klare Vorgaben, aber eben auch durch diese Zeitvorgaben besteht natürlich wieder die Möglichkeit, oder der Hinterbliebene hat natürlich wieder überhaupt gar nicht die Möglichkeit, hier Einblick zu nehmen. Er kann in seiner Trauer nicht sagen, okay, der Arzt war jetzt eine Stunde da. Das sind alles Möglichkeiten. Zum Schluss summiert sich das auf 300-400 Euro. Also ich sehe das genau wie der Herr Schmidt. Die Lage wird sich deswegen nicht verbessern. Und ich glaube, auch in Zukunft haben wir hier weiterhin diese Problematik der Abrechnung. Vielen Dank. Frau Kleinschmeick von Fraktion Bündnis 90 Grüne. Ja, ich würde gern Herrn Dr. Zimmermann noch mal die Gelegenheit geben, auf diese Einlassung zu reagieren, weil ja doch sehr unterschiedliche Auffassungen da im Raum stehen. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass wir darüber nachdenken sollten, ob das Sterben nicht vielleicht einfach Teil auch dessen ist, was Daseinsvorsorge ist und alle Akte da drumherum vielleicht auch öffentlich getragen werden sollten, dann hätten wir dieses leidige Problem nicht. Und wir nehmen mit, dass der SGB 12 zumindest an der Stelle auch noch mal anzuschauen ist. Herr Dr. Zimmermann. Ja, vielen Dank. Da muss wirklich jetzt einiges klargestellt werden. Also 400 Euro sind überhaupt nicht möglich in dieser neuen Gebührenordnung. Die 101 bringt 165,77 Euro. Das ist die Leichenschau schlechthin. Richtig, es kann Wegegeld zusätzlich berechnet werden. Das ist auch jetzt der Fall. Also das ist überhaupt nicht neu. Wegegeld kann man jetzt unverändert in der Zukunft auch berechnen. Wenn da jemand so weit fahren muss, dass 50 Euro anfallen, ja, okay, kann ich mir gar nicht vorstellen. Neu ist lediglich, wenn zur Unzeit, also am Wochenende oder in der Nacht, diese Leichenschau stattfindet, dann auch Zuschläge berechnet werden können. Also der Zuschlag F von 20 bis 22 Uhr zum Beispiel, das sind 15,15 Euro. Ich habe mir das aber hier mal hingeschrieben. Also definitiv ist es so, dass im ungünstigsten Fall so eine Leichenschau in der Nacht, in der tiefen Nacht und am Wochenende würde sich also auf 192 Euro darstellen. Dass die 101 und die 100, also die vorläufige Leichenschau und die 101, die endgültige Leichenschau, jetzt das Ganze mehr oder weniger verteuern würde, stimmt auch nicht, denn der Gebührenordnung ist das Nebeneinanderberechnen der Nummer 100 und 101 ausgeschlossen durch die gleiche Person. Wäre ja auch merkwürdig, wenn jemand erst in Personenidentität eine vorläufige Leichenschau macht und anschließend eine endgültige. Diese Nummer 100 neu für die vorläufige Leichenschau ist für etwas vorgesehen, was bisher überhaupt nicht abgerechnet werden konnte, nämlich wenn der ärztliche Notdienst zu einer Leiche hingerufen wird und sich einfach momentan nicht in der Lage fühlt, hier die endgültige Leichenschau durchzuführen. Das geschieht im Moment auch schon. Der Kollege, der im Moment nicht mehr da ist von den Notärzten, hat es ja gesagt, das trifft nicht die Notärzte, sondern den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Und dann muss natürlich noch irgendjemand, meistens der Hausarzt, die endgültige machen. Also die Aussage 400 Euro ist nicht möglich. Ja. Definitiv, da kommen maximal 200 Euro zustande. Ja. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt... Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Schlund. Also es dauert noch 21 Minuten. So lange sollten wir uns also diszipliniert hier
auseinandersetzen. Und was dann danach passiert, das ist dann Ihnen überlassen, nicht mehr in meiner oder unserer Verantwortung. Herr Dr. Schlund. Ja, meine Frage geht an Herrn Professor Kluckert. Er hat ja vorhin schon zu einer Antwort ausgeführt, dass ja ein Problem bestünde, wenn die gesetzlichen Kassen den Betrag übernehmen würden, dass dann nicht genügend Vertragsärzte zur Verfügung stünden, die man dann heranholen könnte. Gäbe es denn rein juristisch eine Möglichkeit, zum Beispiel wie Polizeiärzte, Rechtsmediziner, dazu zu bringen, oder müsste man dann mit Sonderermächtigungen oder Ähnlichen arbeiten? Herr Professor Dr. Kluckert, Sie haben das Wort. Ja, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Ich habe ja nicht genau gesagt, dass es völlig unmöglich wäre, das durch die gesetzliche Krankenversicherung bezahlen zu lassen. Ich habe mich bezogen auf das Sachleistungsprinzip. Das muss man ja grundlegend unterscheiden von dem Kostenerstattungsprinzip. Und da ging es auch nicht vornehmlich darum, dass es nicht möglich wäre, genügend Vertragsärzte zu finden. Einen Vertragsarzt in der Nähe werden Sie wahrscheinlich auch finden. Trotzdem konterkarieren Sie damit oftmals wahrscheinlich die Zielsetzungen des landesrechtlichen Bestattungsrechts. Die möchten, dass möglichst schnell und unverzüglich eine Leichenschau durchgeführt wird, die auch die Veranlassungspflicht haben, Personen, die nicht nur Angehörige sind und über den Krankenversicherungsstatus informiert sind, sondern da sind Rettungsstellen involviert, die haben diese Pflicht. Da kann jemand Busfahrer sein, in seinem Bus verstirbt jemand, der möchte den nächsten Arzt informieren dann für die Leichenschau und nicht irgendwie gucken, wo ist der versichert und ich suche einen Vertragsarzt. Insofern besteht sozusagen hinsichtlich dieser Einbindung in das Sachleistungsprinzip die Problematik, dass Sie da nur bestimmte Personen, die eben in das Pflichtensystem der GKV eingebunden sind, eben durch die Zulassung als Vertragsarzt oder durch eine Ermächtigung überhaupt nur berechtigt sind, abzurechnen. Und das können dann tatsächlich die von Ihnen genannten Personenkreise nicht sein. Die könnten natürlich eine Rechnung oder die Angehörigen könnten natürlich eine Rechnung, die dann aufgrund der GOE ausgestellt worden ist, an die GKV weiterreichen, die das dann erstattet. Das wäre möglich, aber dann bleibt es trotzdem so, dass da erstmal ein privatrechtliches Rechtsverhältnis entsteht, aus dem heraus eine Rechnung nach der GOE bezahlt werden muss. Am Ende landet durch wen auch immer dann diese Rechnung bei einer Krankenkasse und die zahlt dann halt den Geldbetrag als Erstattung. Das ist möglich, aber die von Ihnen genannten Personenkreise könnten im Rahmen des Sachleistungsprinzips, das ja auch hier in dem Antrag genau der Gegenstand ist, gegenüber der Krankenversicherung grundsätzlich nicht abrechnen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kessler von der Fraktion Die Linke. Meine nächste Frage geht nochmal an Herrn Schmidt von der Verbraucherinitiative Eternitas. Sie haben ja ausführlich Ihre Kritik an der derzeitigen Praxis der Abrechnung der Leichenschau vorgetragen. Können Sie uns noch mal sagen, inwiefern Sie den Vorschlag in unserem Antrag für geeignet halten, diese Kritikpunkte auszuräumen? Herr Schmidt. Ja, ein Punkt, der auf jeden Fall jetzt noch nicht erwähnt war, ist, dass ich meine, oder dass wir auch von der Eternitas insgesamt meinen, dass es grundsätzlich so sein sollte, dass dann, wenn Dinge im Individualinteresse bestehen, bestellt werden oder geleistet werden, dass derjenige, der das dann tragen soll, wenn aber etwas im Wesentlichen im Allgemeininteresse liegt, dass es dann auch die Allgemeinheit tragen soll oder eben auch eine Gemeinschaft von einer Versicherung. Und die Leichenschau liegt im Wesentlichen nicht im Allgemeininteresse, sondern im Allgemeininteresse. Da haben wir die Todesursachenstatistik, die auch dafür da ist, dass man eine Grundlage dafür bietet, dass vielleicht der Nächste nicht mehr so schnell stirbt. Dann haben wir den Zweck der möglichen Strafverfolgung. Das ist auch im Allgemeininteresse. Und auch der Infektionsschutz. Das sind alles Sachen, wo klar ist, das dient jetzt nicht primär dem individuell Betroffenen, sondern der Allgemeinheit. Und daher meinen wir, sollte auch eine Gemeinschaft diese Kosten tragen, umso mehr als ich meine ja, dass so jetzt in Zukunft sehr gravierende Beträge zustande kommen, die dann nicht mehr banal sind im Verhältnis zu dem, was auf der Bestatterrechnung liegt. Besonders dann fände ich eine gerechtere Verteilung, dass das nicht Einzelne dann aufgrund des Zufalls, dass da jemand vom Krankenwagen abgeholt werden musste, beziehungsweise vom Notarzt, plus dass es ein bisschen länger gedauert hat, weil da irgendwas nicht direkt zu sehen war oder der an der falschen Stelle gelesen hat,
hat, weil der Arzt zufällig ein bisschen weiter weg war. Das sind alles Sachen, die habe ich als Verbraucher überhaupt nicht in der Hand und muss trotzdem auf einmal 300-400 Euro zahlen unter Umständen insgesamt. Da meine ich, wäre es doch angebrachter, wenn das verteilt wird. Auch ein Punkt, also ich mit dem Rechtlichen weiß ich nicht, ob es das nicht auch auf eine andere Weise geht, verfassungsrechtlich jedenfalls. Normalerweise gibt es ja diese Stelle von nach SGB 590, die gegen Missbrauch im Versicherungsbereich tätig wird. Und ich glaube, da ist doch eine andere Kompetenz da, um zu schauen, ob korrekt abgerechnet wird, als bei dem Individualbetroffenen, der sich auch noch in einer Ausnahmesituation befindet. Ja, und insgesamt meinen wir, zum Teil wird das von den Ärzten auch unterschrieben, das ist der letzte Dienst am Patienten. Aber warum soll der letzte Dienst am Patienten dann nicht auch von der Versicherung noch bezahlt werden? Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor Ullmann. Auch hier geht meine nächste Frage. Dankeschön erst einmal an den Einzelsachverständigen Professor Kluckert. Würden Ihrer Auffassung nach Kompetenzschwierigkeiten zwischen Bund und Ländern auftreten, wenn man die Leichenschau einschließlich der Ausstellung des Totenscheins nach dem Sachleistungsprinzip ausgestalten würde? Herr Professor Dr. Kluckert. Ja, das war, glaube ich, auch schon teilweise in dem anderen Stellungnahmen erörtert worden. Es bestehen diese kompetenzrechtlichen Probleme. Wie gesagt, das Bestattungsrecht ist Landesrecht, eine ausschließliche Kompetenz der Länder. Leichenschau und Todesbescheinigung sind Institute des Landesrechts. Wenn jetzt der Bundesgesetzgeber das sozusagen in seinen Rechtsbereich holen möchte, indem er das in die Sozialversicherung, also in das SGB V integriert, dann ergeben sich ja automatisch daraus Rechtspflichten der Vertragsärzte und auch aller anderen Beteiligten im System. Sie wissen ja, dass dort Gremien bestehen, die ganz genau regeln können, was Vertragsärzte müssen, was sie dürfen, wie sie abrechnen müssen und was sie dürfen. Und damit überlagern sie ein landesrechtliches Institut. Daraus ergeben sich erstmal eben diese kompetenziellen Probleme, selbst wenn man über die Kompetenz irgendwie, ich weiß nicht, mit einer Krücke hinwegkäme, würde sich natürlich immer auch noch die Frage stellen, ob nicht auch der Grundsatz bundes- und länderfreundlichen Verhaltens, also hier wäre das ja aus Sicht des Bundes der Grundsatz länderfreundlichen Verhaltens, eine Kompetenzausübungsschranke begründet, weil natürlich auch der Bund, selbst wenn er eine Kompetenz hat, beachten muss, wenn er vielleicht in Kompetenzbereiche der Länder in einer solchen Weise eingreift, dass Landesregelungen unwirksam oder zumindest weniger wirksam werden. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Weinberg von Die Linke. Ja, vielen Dank. Ja, wir haben sogar noch ein paar, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit und wir haben ja freundlicherweise Fragerecht ja auch bekommen. Mich würde mal interessieren, Frau Dr. Köcking vom GKV-Spitzenverband, auch um die Interessenslagen, die hier wahrscheinlich auch so ein bisschen im Raume sind, etwas genauer zu verstehen. Wie hoch sind etwa die Unterschiede zwischen einer EBM-Honorierung und einer Honorierung nach der Gebührenordnung der Ärzte? Vielen Dank, Frau Dr. Köcking. Das kann man pauschal nicht sagen. Für diesen Fall gibt es ja keinen vertragsärztlichen Preis, weil es ja bisher eine GOR-Leistung ist. Insofern kann man hier keinen Vergleich anstellen. Vielen Dank. Herr Schneider von der Fraktion AfD. Dankeschön. Meine Frage richtet sich noch mal an Herrn Möller vom Verband der unabhängigen Bestatter. Sie haben ja eben dafür plädiert, dass die Kosten für die Leichenschau tatsächlich übernommen werden sollen. Jetzt gibt es ja noch eine ganze Menge andere Gebühren, die auch ausstehen, die auch die Hinterbliebenen zahlen müssen, also beispielsweise Friedhofsgebühren, Gebühren für das Krematorium. Womit rechtfertigen Sie, dass die Kosten für die Leichenschau übernommen werden sollen, die anderen Kosten aber nicht? Herr Müller, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Womit rechtfertigen wir das? Wir sehen es ähnlich wie Eternitas, dass es sich zum Beispiel bei der Leichenschau um eine Gebühr und eine Frage für die Allgemeinheit handelt. Wie gesagt, Infektionsschutz, Rechtssicherheit, das Durchsetzen von rechtsstaatlichen Mitteln und so weiter. Und
wir sagen ganz klar, Friedhofsgebühren, andere Gebühren, die jetzt irgendwo stehen, die gehören zum privaten Umfeld der Angehörigen. Und dort kann sich ja auch jeder, ohne dass der Staat eingreift, für seine Bestattungsform und so weiter entscheiden. Da sind wir natürlich der Meinung, dass es nicht Sache der Allgemeinheit sein sollte. Allerdings eine Leichenschau stellt in unseren Aufgaben eine wichtige Rechtssicherheit für die gesamte Bevölkerung dar. Und aus diesem Grunde sehen wir da die Trennung. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kessler von den Linken. Ich hab noch eine Frage an Frau Dr. Fix vom Deutschen Caritasverband. Die Neuregelung in der Gebührenordnung der Ärzte wird ja mit einer erheblichen Mehrbelastung verbunden sein, weil einfach die Gebühren erhöht worden sind. Sehen Sie dann nicht auch eine soziale Belastung daraus resultieren, also insbesondere für Leute, wir wissen ja, dass viele Leute sich scheuen, zum Sozialamt zu gehen, um Ansprüche irgendwie geltend zu machen, die sie eigentlich hätten. Ob das nicht gerade bei trauernden Angehörigen zu einer sozialen Belastung führt, die eigentlich nicht zu rechtfertigen ist. Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. Ja, man muss zunächst ja mal festhalten, dass die Gebühren für die Leichenschau seit 1996, also immerhin sozusagen fast über 20 Jahre zurückliegend, nicht erhöht wurden. Und diese 165 Euro x, also knapp 170 Euro, halte ich an sich schon für gerechtfertigt, wie vorher auch ausgeführt. Das Gros der Kosten macht nicht der Totenschein aus, sondern das Gros machen die Bestattungskosten aus, Friedhofsgebühren, die Gebühren für den Beerdigungsakt selber. Und hier sind sozusagen Kosten in ganz anderer Höhe vorhanden, die auch in den letzten Jahren in die Höhe gegangen sind. Und die machen sozusagen eigentlich das Problem für Menschen mit geringen Einkommen aus. Bei Sozialhilfeempfängern hatte ich ja vorher schon ausgeführt, aber grundsätzlich ist es ja da auch möglich, dass die Kosten vom Sozialamt übernommen werden. Ich darf vielleicht noch ein Wort hier zu den Kosten für die Allgemeinheit sagen. Ja, wenn die Dinge im Allgemeininteresse liegen, dann könnte man darüber nachdenken, dass sozusagen der Totenschein aus sozusagen Steuermitteln zu lassen, von Steuermitteln erbracht wird und beispielsweise das Gesundheitsamt für die Ausstellung des Totenscheins zuständig wird, nicht aber aus meiner Sicht nach wie vor die Solidargemeinschaft der GKV. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Kleinschmeik von Bündnis 90 Grüne. Ich habe keinerlei Fragen mehr. Es ist alles aus unserer Sicht erschöpft. Wollen wir mal sehen, was die Linke noch an Fragen hat. Und der Herr Weinberg oder der Dr. Kessler. Ich habe eine allerletzte Frage und dann sind wir auch wir am Ende unseres Erkenntnisinteresses für heute Vormittag. Und zwar geht meine nächste Frage an Frau Dr. Kücking vom GKV-Spitzenverband. Die Kosten für den Totenschein sind ja früher kompensiert worden durch das Sterbegeld. Sie haben sich heute sehr vehement ausgesprochen gegen die Übernahme der Kosten für den Totenschein durch die gesetzlichen Krankenversicherungen. Das ist von Ihrer Interessenlage ja auch eher verständlich. Würden Sie sich denn ebenso vehement aussprechen dagegen, das Sterbegeld als Ersatz für unseren Antrag wieder einzuführen? Frau Dr. Kücking, Sie haben das letzte Wort. Ja, nicht ganz. Vielen Dank für die Frage. Ja, das Sterbegeld, das 2003 abgeschafft worden ist, war ja eine Leistung, die pauschal für Kosten im Zusammenhang mit dem Tod eines Mitglieds oder eines Angehörigen gezahlt wurde. Nicht speziell für den Totenschein, aber natürlich konnte es dafür auch verwendet werden. Die Leistungshöhe war damals 525 Euro, wenn ein Mitglied einer Krankenversicherung verstorben ist und die Hälfte, wenn ein familienmitversicherter Angehöriger verstorben ist. Schon damals war diese Leistung als versicherungsfremde Leistung gekennzeichnet und wurde dann 2003 abgeschafft, weil man im Rahmen der Prioritätensetzung für welche Aufgaben die GKV Mittel aufwenden sollte, entschieden hat, dass das eben nicht mehr die prioritäre Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung sein soll. Jetzt kann man natürlich sagen, das kann man neu bewerten, selbstverständlich, das steht der Politik frei. Aber ich bedanke mich bei den Experten, die sehr aufschlussreich geantwortet haben, bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen für die Fragen.
Vielleicht noch mal als Erklärung, dass ich manchmal etwas pingelig bin, aber bei den Aufzeichnungen, und es gibt also zunehmend Menschen, die also unsere wichtigen erkenntnisreichen Anhörungen auch im Internet und online sich ansehen, da gibt es keine Untertitel, wer gerade redet. Und über die Kamera kann man die Namen vorne sehr schlecht erkennen. Das heißt also, wer also nicht im Raum ist, sondern das also im Nachgang dann also für sich erschließend dann ansehen will, ist es wichtig, dass also Name und Verband genannt wird und für weitere Anhörungen, die Frau Dr. Fix ist ja eigentlich bei uns immer dabei und die macht das immer sehr perfekt und beispielhaft. Ich darf mich bei allen bedanken, auch bei dem Herrn Dr. Zimmermann. Herr Rüttel, falls es die Tagesordnung erlaubt, möchte ich außerhalb der Thematik noch eine Erklärung abgeben, wenn ich das darf. Also dann würde ich sagen, schließen wir die Anhörung. Okay. Und der Dr. Zimmermann darf außerhalb der Tagesordnung, okay, und der Anhörung noch eine Erklärung abgeben.